So. Wer war Mario Bossi? Das ist eine Frage, die uns immer noch rätselhaft ist. Wer war Mario Bossi? Mario Bossi war ein zunächst mal italienischer Komponist, geboren 1902 in Collione Corbitello, Sohn eines Dorforganisten und Freizeitkomponisten. Okay, aber dann ist ja die Frage, wer sind Sie eigentlich? Also am merkwürdigen, schon damals merkwürdigen. Oder ich, damals dachte, dass, ich dachte, wir lassen das offen. Oder? Kirchen. Also wer Ihres Vaters? Wir können das natürlich schneiden. Man stelle sich vor, Mario Bossi in einem Engelskostüm. Ja. Hm. Und Fanny verkleidet als ein Schwein. So, Mario Bossi spielte sich selbst. Er hielt sich für einen Engel. Wer war Mario Bossi? Wo haben Sie Ihre Untersuchungen angefangen? Aus der Zeit, wir reden jetzt über die Zeit 1920 bis 30, gibt es eigentlich nur ein Zeugnis, und das zeugt von einem starken Katalogisierungsbedürfnis. Er hat lauter Akkorde gesammelt, und zwar die Akkorde von B-Dur. Zum Beispiel die Kerze kurz vor dem Verlöschen. So hat er das genannt. Er hat diese Akkorde gefunden und benannt. In the church, in der Kirche. Das war seine Großmutter am Webstuhl. Ich habe gehört, es waren nicht nur Kirchenmusik. Und noch eins? Also, habe ich in dem Buch gelesen, was Sie geschrieben haben darüber. Übrigens ein sehr gutes Buch, vielen Dank. Also hier müssen wir das vielleicht auch nochmal erwähnen. Sie haben sich sehr intensiv mit Mario Bossi beschäftigt. Da steht drunter, ich kann anwenden. Ich höre jetzt zum ersten Mal aber von der Tochter. Thank you.
Das ist eine steile Behauptung, würde ich sagen. Mario Bossi ist ein Phänomen. Und Phänomene muss man akzeptieren. Man muss dabei gewesen sein. Ich war dabei. Ich habe es selber gesehen. Ich habe Mario Bossi gesehen in Darmstadt, wie er seine unglaublichen Vorträge gehalten hat. Und hinterher waren alle völlig verwirrt und voller Ideen und haben angefangen zu komponieren. Mario Bossi hat etwas vorgespielt am Klavier. Es war sowas wie, hier, sowas. Sowas hat er gespielt. Ne? So. Und 3 Tage später kam Boulez, ja, mit seiner 2. Klaviersonate. Und wie klingt sie? Ist das Zufall? Ja, ja. Oder John Cage, auch John Cage, der berühmte John Cage. Und er hat seinen Bossis Vortrag gehört über die 5 Minuten Stille. Und kurze Zeit später kam Cage mit 4 Minuten 33. Eine kleine Variation, aber im Grunde das Gleiche. Klavierdeckel auf, Klavierdeckel zu, nichts passiert. Der hat tausende Verbindungen zu Mario Bossi. Allein der aber die Idee war von Bossi generell von vielen der dritte Satz hergestellt, ja, für erfunden. Oder war es der zweite? Beeinflussen sie sich nicht ohnehin immer alle gegenseitig? Jedenfalls diese Akkorde. Und ja? Ist nicht Bossi selber jemand, der den Begriff des Genies auch hinterfragt hat? Es ist ein Vortrag in Darmstadt. Bossi setzte sich ans Klavier und spielte: Versuchen Sie es. Und Gérard Rizé rannte nach Hause und schrieb den 2. Satz von Wort Extempore. As an artist, I'm going on to think and to exhibit the reasons I have to stop at maybe sometimes. No way. Should I? Enough. Maybe or sometimes. No way. Surely. Have to stop, but maybe or sometimes, no way, surely, enough. Maybe or sometimes, surely, enough.
Maybe our prompt time's nowhere enough. So ist der Lauf der Welt und Bossi war sehr frustriert darüber, muss man sagen. Bossi war, er hat auch eingesehen am Ende, dass er, das heißt am Ende, wir wissen über Bossis Ende nicht, aber er hat eingesehen, dass er einfach nicht das Zeug dazu hat, nicht die Kuspe, nicht die Frechheit hat, zu sagen, das ist jetzt von mir, das ist jetzt ein Werk. Ja? Viele von uns kommen auch an, kommen einfach nicht so weit, ja, dass wir das hinkriegen. Und er hat dann, gerade weil er gesehen hat, dass alle seine Ideen so erfolgreich waren, in dem Moment, wo jemand anders seinen Namen unterschreibt, hat er es vorgezogen zu verschwinden. Das ist jetzt, vielleicht sollten wir das jetzt nicht so im normalen Fernsehprogramm sagen, also, aber er hat sich eventuell umgebracht. Oder was noch viel schlimmer ist, er ist vielleicht in eine unglaubliche Depression versunken und hat den Rest seines Lebens nur noch geschwiegen und schweigt bis heute.
Alle Autoren Nachahmer und Betrüger? Oder waren es Bossis Werke, die einfach an seiner Kleingeistigkeit und seinem Tod letztendlich gescheitert sind und sich dann andere Wirte suchten, um sich zu inkarnieren? Gibt es das Werke, die im Raum schweben und sich ihre Autoren suchen? Aber dann, was bedeutet das für das Ego des Künstlers? Für die romantische Verehrung seiner Kreativität? Dann ist ja nur noch ein Transportmittel, nur noch ein Bus für Ideen. Wahrscheinlich noch nicht mal seine eigenen. Diese Gedanken beschäftigten mich. Und ich übertrug sie auf die Wissenschaft. Der Apfel des Archimedes, das Bad des Newton. Schwachsinn? Ha. Denn diese Entdeckung nur den besonderen Analysefähigkeiten der Wissenschaftler zu verdanken? Oder handelt es sich vielleicht um die Scharlatanerien von Objekten, die dann von leichtgläubigen Wissenschaftlern mystifiziert werden? Ja? Schwerkraft ist eine Täuschung. So wie der Lauf der Zeit. Dann glaubt man das, bis ein weiteres Hirngespinst, ausgelöst durch irgendeinen Planeten, ein Licht, eine Meeresströmung, uns erkennen lässt, dass wir nichts wissen, dass es reine Fantasie war. Dann eröffnet sich ein Abgrund. Und weil wir es nicht ertragen können, ausgelacht zu werden, müssen wir diesen Abgrund wieder schließen. Und dann wird er schnell wieder geschlossen und dann ersetzt eine andere Theorie. Und dann kommt wieder die Theorie und dann wird die falsifiziert und verifiziert und so geht das immer weiter. Außerdem glaubte man, dass die Erde flach sei. Ja, und die Leute, die das gesagt haben, die waren maßgeblich. Der einzige Unterschied zu heute ist, dass sie nicht allein die Reproduzierbarkeit als Kriterium annahmen und zuließen, sondern ihren Vorstellungen und Überzeugungen folgten. Und sie wussten, dass uns die Realität unter den Füßen weggleitet. So wie wir hier stehen. So wie du da sitzt. Ja? So wie du da sitzt. Die Realität rutscht dir unter dem. Ja? Unter dem Arsch weg. Ja. Und das ist es wahrscheinlich, was ihm passiert ist. Als er sah, dass seine Werke von anderen unterzeichnet wurden, von Stockhausen, Boulez und dieser ganzen Mischpoke. Das war es, der universelle Zweifel. Das Gefühl, dass unser Ich und unser Wissen nichts ist. Dass es nichts als eine Kulisse ist hinter einer schlecht beleuchteten Bühne, auf der wir eine Komödie spielen, die schlecht endet. Vor Gespenstern, Geistern und kichernden Objekten. All das konnte Bossi nur zum freiwilligen Verschwinden führen. Zum Tod, durch Selbstmord oder zum Schweigen.
Ich glaube, dass wir keine Musik hören. Sie ist es, die uns beobachtet, uns unter die Lupe nimmt. Wir machen es nicht. Es formt uns. Welchen Sinn hat es dann zu behaupten, dass das, was uns vorangeht, existiert und bleibt, wenn wir verschwunden sind? Mein lieber, lieber Matrose, da haben wir uns was eingebrockt. Das war es, was Bossi wusste. Und das war's, was wir von Bossi lernen können. Die Botschaft von Bossi ist, dass wir träumen und real sind. Wir lernen zu imaginieren und unsere Vernunft nicht über alles zu stellen.